nach vorne Du einfach. kannst starten. Herr Wixi, du bist jetzt hier frisch. Du musst jetzt richtig die Commentaries raushauen. Muss ich wieder hochreißen oder was? Gut, dass du antwortest. Ja, du bist frisch. Wir sind alle schon leicht ausgelaugt. Geschlaugt. Ja. Ja, wir sind ja schon 2 Stunden hinterher. Ja, also sowas Krankes jetzt, wie ihr das jetzt hier wieder die 2 Tage vorhabt, das habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gemacht irgendwann. Es ist wirklich krass, ich muss sagen, der letzte One-Day-Cup war ja schon krass, aber diesmal verdoppeln wir ihn wieder quasi. Ich habe gerade nur gelesen, war das Spiel echt für 22 Uhr angesetzt, das Roa gegen... Ja, war es, glaube ich. Aber durch allein Dings haben wir gar nicht mit einberechnet, die Verlosung der ersten Gutscheins und dann, es kommt immer was dazwischen, ja, also... Ja, es ist falsch angesetzt, das werden wir vielleicht für morgen anders bedenken. Wir haben auch eigentlich dazu geschrieben, dass die Zeiten nicht safe sind. Aber dass die dann so schwanken, war jetzt auch fair. Ein Team fragt schon, ob sie früher spielen können, dann halt ohne Stream. Gute. Ich kann es verstehen, es gibt ja auch noch Menschen, die müssen am Samstag eventuell früh raus und arbeiten. Also, man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Aber ich glaube, das sind alles Leute, die frei haben. Nehme ich einfach mal. Wolltest du jetzt etwas andeuten? Samstag Schule? Nein, ich sag's nicht. Samstag ist keine Schule, ja? Nein. Hallo. Okay, wir sollten uns mal das Kommentieren konzentrieren hier. Fury, ich wollte dir direkt mal deinen Job abnehmen und mal auf die Lineups eingehen. Ja, endlich mal, Alter. Damit du auch mal eine Pause hast. Bei Black Mamba haben wir den Luxus, den Danny, den Aura und den Aimbot und bei den Allstars BMG, Fighter, iRaw, Blazing Star und Replay. Und Raw hier gleich mal mit 2. 2 Kills. Und Luxus. Ja, mit 2. Ja, genau. Aber bringt nichts, weil Luxus bringt ist auch nix. Noch, ja. Es ist mal wieder entspannt aufzunehmen, also was heißt, zu kommentieren und nicht der zu sein, der hier die Kamera führt, ey. Nein, das verwirrt mich immer. Gucken und reden, ja, das stimmt natürlich. Dafür haben wir einen, der gar nicht redet und die Kamera führt, weil er krank ist. Grüße an dich, Danny. Gute Besserung. Ja, genau, gute Besserung. Ja, oh, danke. Ah, er führt ja wenigstens die Kamera, er hat ja uns, ja. Fünf auch interessantes Match hier. Black Mamba gegen Allstars. Allstars ja bekannt aus der PSL. Black Mamba ist eher so aus der CSL. Da spielen die jetzt ganz gut mit. Okay. Ja, auf jeden Fall. Schöne Runde hier von Luxus mit 3 Kills. In der ersten Runde. Ist das ja alt eingesessen und wie ich gehört habe, auch in GW immer gut unterwegs. Auf jeden Fall. Viel unterwegs, auf jeden Fall. Aimbot wirft in die Flash direkt an den Kopf. Gesund. Und keine Chance für BMG Fighter. Also ohne Taktikmaske und Flash, du bist einfach. Das Stun in dem Fall. Replay gegen Aimbot mit dem Counter-Frag. Blazing Star verzieht der Böse. Und Danny gegen Replay. Ein Black Mamba legt auf jeden Fall gut los. Blazing Star jetzt allein gegen 3 noch. Sieht auch den ersten. Kann neue Hits setzen. War nur Schulter-Kopf-Raum, ist nicht tödlich. Das stimmt. Und keine Chance. 2-0 jetzt schon für Black Mamba. Also ich muss sagen, Cargo ist, finde ich, eine harte Nummer im 4 gegen 4. Das stimmt, aber sehr beliebt auf jeden Fall. Ja, halt mehr Möglichkeiten als auf Slums oder so. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall 2-0, hätte ich jetzt so erstmal nicht gedacht, aber Kenny, ist ja noch Zeit. Da? Ich bin immer da. Sie haben gerade kein Bild oder so. Es hat einer geschrieben, aber ich habe gerade geguckt, es läuft auf jeden Fall. Alles gut, alles gut. Leichte Lags in den ersten 2 Stunden danach. Ich kann auch nicht mal. Gewieft, also zumindest bei mir. Ich habe mir übrigens den besten Tipp überhaupt gegeben. Diese kleine Minikarte unter dem, hier, R2 und so, unter der Spielübersicht. Die bringt dir nichts, Bix, weil die ist nur bei 10 Leuten oder weniger verfügbar. Das habe ich dann im Anschluss daran gehört und war erstmal down. Habe ich dich neulich auch mal gefragt, so schnell, aber ich glaube, da wusstest du gar nicht, was ich von dir wollte. Ich geschrieben habe, hey, weißt du, warum das mit der Karte so ist? Keine Ahnung, ist dafür echt scheiße, aber diese Karte ist wirklich, wirklich praktisch. Keine Ahnung, ob das denen zu viel Übersicht ist, wenn das da 6 gegen 6 ist. Also ich könnte es ja verstehen auf einer Minimap, aber ja. Auf Cargo ist da wohl genug Platz da. Ja, und gerade als Pfeile Codecaster noch, ob sie da ist oder nicht, kann man ja ausschalten, also. Na gut. Aimbot hier mit der Scorpion gegen Replay. Bombe wird auch gelegt. Luxus mit dem nächsten. Blazing Star gegen Danny, das war der Bombenleger. Danny, das ist auch ein Vierer-Streak, ist jetzt hinter dem nächsten. Den Prefire um den Container rum. Aimbot hier gegen BMG Fighter. Iroh Led, ja gut. 2-0 jetzt schon.
Siri, bei dir stürmt's gerade am Headset. Ja. Bei mir stürmt's? Ja. Okay, wieder zu hören. Wenn der Herz nah am Mund ist. Ja, auf jeden Fall 3-0 für Black Mamba. Ziehen jetzt hier gerade richtig ab, also ja. Ich habe gerade gesehen, Luxus hat sich was vorgenommen. Auf jeden Fall auch die Map von All Stars. Okay. Was wäre denn die zweite Map dann? Die zweite Map ist, glaube ich, Express oder Standoff, ich sag's dir gleich. Ein schlaues Deckung. Also Raid, ich meine, du Raid, hast Raid gesagt. Raid, Raid ist es nicht Express. Vergiss alles, was ich in den letzten 20 Sekunden gesagt habe. Also hab. Express, okay, nein. Genau. Auf jeden Fall Überzahl jetzt für die Allstars. Ich dachte immer, der Replay und der Blazing Star sind eine Person. Ach, wie redest du? War ja früher auch mal, glaube ich, irgendwas mit. Stimmt, der hatte ewig den. Daher kommt er mir auch so bekannt vor, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch noch ein weiter Replay, gibt ja viele. Glaubt ihr, meint den Set Replays, oder? Weiß nicht, aber ich glaube, der Blazing Star hieß doch früher auch mal Replay. Kann ich mich erinnern? Ich habe auch irgendwas da mitbekommen, dass das der Bruder ist oder so. Ich weiß nicht. Okay. Weiß man nicht. Brüderpower kann helfen. Kann auch in die kann Hose gehen. Kann aber hinderlich sein. Ja. Ihr so, müsstet hören, wie Cake und Hulk reden, aber darüber können wir dann ein andermal sprechen. Cake und Hulk? Ja. Wieso nennt man die nicht Cake und Hulk? Dann wird's für nichts reimen, ist doch perfekt. Nee, nee, Cake. Man nennt sie freundlich Kalk, wenn man sie zusammen... Kalk. Und Aimbot holt ja wieder BMG-Fighter raus. Der kann ja immer top hochklettern mit der Scorpion und hat... Und er macht keine Chance. Luxus deckt da Danny beim Bombe legen. Danny gegen Blazing Star. Der braucht keine Deckung, der macht selbst. Arrow ist schon der in der sieht Mitte. Da, sieht da zwei Stück, kann einen rausnehmen. Den zweiten ansagen. 4-1. Und 4-1 für Black Mamba. Und wirklich stark. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde die Absprache beim Push besser funktionieren bei Black Mamba. Glaube ich auch, aber Aimbot kommt da auch echt so immer aus. Durch, kann sich immer top mit der Scorpion durchrattern. Ja, Scorpion im Nahkampf, vergiss alles andere, was du jemals über COD wusstest. Auch eine Pumpe hat keine Chance, habe ich so das Gefühl. So. Meine Offensiven in der Mitte, Iroh schon unterwegs vorm B-Haus. Blazing Star immer noch 0-4. Durian sein Element, Donut und so. Ja, du darfst da heute auch. Heute darfst du auch. Du darfst auch die Donuts anzählen hier. Nee, das darf ich mir überhaupt nicht angewöhnen. Also. Okay. Das wird KDTV nur noch bestimmt von. Yes. Dann geht's da los, ja. Der hat den Donut. Der hat 0-1, der hat 0-1, erste Runde, 0-1. Ja, aber 0-1 ist ja noch kein Donut, haben wir doch gelernt. Ja. Muss man in der Gommelschule alles erst lernen? Ich hab die nicht, ich hab da immer geschwänzt. Ja, hat COD gespielt. Deswegen bin ich auch so schlecht. Ja. Ich hab da immer geschwänzt. Wer ist eigentlich dieser Baum hier? Wer ist dieser Baum hier? Ich weiß es nicht. Ich war vorhin, bin ich auf den Stream gegangen und auf einmal waren da zwei. Das hat mich irgendwie verwirrt. Ja, es gibt einen, der hat auch früher, den kennt man von früher noch, vor meiner Zeit. Ich kannte ihn auch nie. Dann hieß ich irgendwann Baumi, genauso geschrieben auch, aber ich kannte ihn einfach nicht. Ist einfach der Nachname. Er ist ja auch Baumgartner. Blazing Star und BMG zeigen einen noch mal ein bisschen mehr hier aufs Kommentieren. Genau. Weniger. Bombe ist gelegt. Entschuldigung. Kein Problem. Fix. Stimmung bitte. Erstmal die Claims abstecken hier. Ja. Einmal kurz rumflamen, dann ist alles gut. Richtig. Wenn man das früh hinter sich bringt, kann man danach aufs Wesentliche schauen. Aura ist jetzt an der Bombe. Könntest kurz rein. Gesehen. Hat den Blazing gelockt. Blazing Star 05. Danny ist wieder aktiv. Unser Donut-Beauftragter ist nicht, ja? Ich bin da. Aura entschärft jetzt. Die Runde ist aber safe. BMG Fighter holt ihn wichtig jetzt auch. 4-2, zwei Runden gibt's noch zu holen auf der Map. Ich denk mal, die sollte hier. Sollten die Allstars direkt mal safe machen, also zu einem 4-4 klären. Auf jeden Fall. Die Map wieder bei 0 anzufangen. Egg Raid. Mach dir mal warte, kurz weiter, ich muss kurz was klären. Raid, also weiß nicht, habe ich glaube ich zweimal bisher im 4-4 gespielt. Finde ich aber überragend, muss ich echt sagen, die hat richtig Laune gemacht, die Karte. Überragend. Wait for it, überragend. So, wir gehen mal auf Blazing Star. Wird auf jeden Fall ein A-Go von Black Mamba. Angeführt hier von Aimbot. Jetzt glaube ich, dritten Angriff, vierten Angriff dasselbe da macht. Ah, ja, diesmal nicht, wird er nicht top hoch. Ist auf jeden Fall schon gut durchgekommen, wurde aber gesehen. BMG Fighter hier gegen Danny. Aimbot hittet hier, glaube ich, Blazing Star an.
Blazing Star, Blazing Star wird angehittet. Oh, und aber Iroh gegen Embert. Er rette da seinen Kollegen. Blazing Star wäre mit Sicherheit down gegangen. Als das hier 4 gegen 2 Überzahl. Starke Aktion von Luxus. Ja, sieht auch. Aura sieht auch den nächsten. Sagt den auch an, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, hat ihn ja gesagt. Lux, ja, so schnell haben wir eine 2 gegen 2 Situation. Und Luxus holt den nächsten. Boah. 1 gegen 2. Die drei ist Leute wirklich? Hat er schon. Meine hat sogar den nächsten auch schon gesehen. Oder war das nur so Diction-mäßig irgendwo hingeballert? Reflexe. Gehen auf jetzt beide auf B. Einen in die Hand nehmen. Zum Glück nur Blazing 5 Sekunden Star. Zum Blazing. Blazing. Blazing Star. Hat noch 0 zu 5, ist aber gleich auf dem Weg jetzt zu B. Ja, wird aber gesehen. Aber wird geholt. 0-6. Aura, der hatte schon den richtigen Riecher, hat gesagt, ich geh einfach mal gegen, schau mal, was die Verschieber so machen und Thema erledigt. Aura zieht ihn mit der SWAT. 5 zu 2, eine Runde gibt's noch zu holen auf der Map. Ja, also das ist jetzt wichtig auf jeden Fall für Allstars. Ein 5 zu 3 klingt natürlich viel besser als ein 6 zu 2, es klingt fast schon abgeschlagen. Ja, darf man. Dadurch, dass man hier seine eigene Map wählt und nicht mal vom Gegner Maps wählen muss, oder dass man als Gegner die Maps vorschlagen kann, kann man auch seinen Hausmaps schon gut regeln. Das ist halt die Frage, was hat jetzt Allstars sich bei der Map Cargo gedacht? Ich weiß es nicht. Die haben da auf jeden Fall sehr, sehr stark gegen RQ gespielt. Deswegen, vielleicht haben sie das deswegen gemacht. Dann haben sie ja wirklich RQ fast vorgeführt. Weil manche Teams taktieren ja schon, okay, wenn wir die Map morgen nicht nehmen dürfen, was spielen wir dann jetzt? Ja, genau, das ist vielleicht auch manchmal ein kleiner Knackpunkt bei ein paar, aber so ist es halt. Deswegen werden wir morgen weniger Standoff und Slums, denke ich, sehen, weil Slums ist, glaube ich, fast jedes Mal gewesen, wenn nicht was Standoff. Aber gut. Aimbot hier gegen Replay. Also, dem Headshot. Blazing Star hat einen Kill gemacht. Oh. Ja. Habe ich jetzt so eine Abwertung rausgehört, Dennis. Aura hier gegen Raw und nur ein bisschen. Blazing Star ist jetzt hier gegen 3. Holt er über den ersten. Blazing Star mit dem nächsten. Die 2 hat er noch. Aber und die Zeit. Luxus. Okay, kurz zur Info. Also, Rookie, Baum und Player kommentieren jetzt das Spiel, was eigentlich als letztes angesetzt war. Weil die Lesson zu spät wird für die. Das wird dann halt nicht live gestreamt, aber wir werden es auf jeden Fall YouTube hochladen. Das ist die was Tune ist gegen das? Galaxy Aura. Okay. Weil das sonst die Tune zu spät wird, ist ja verständlich. Hat 3 wird das dann irgendwann. Tja, da bist du. Kann ich jetzt nicht verstehen, mehr. Aber ist okay. Ja, vielleicht weiß sag man der, ja der um 5 Uhr gespielt hat. Der das alles gar nicht mitbekommen hat. Wir haben echt richtig Schiss bekommen, dass das gar nicht mehr hinhaut. Wir hatten so gedacht, ja gut, 16 Uhr geht's los. Dann haben sie gesagt, 17 Uhr, halbe Stunde Vorgeplänkel und ja. Aber hat ja alles geklappt. Ich war am Anfang jetzt im Ende echt froh, dass wir um 17 Uhr gespielt haben. Dann haben wir kein Delay drin und so. Hm. Ja. Aber was willst du machen? Fail, ne? Das ist halt, wenn du live bist. Alter, auch, wenn einer so Rädchen ausgehört, ja, dann kommt das, dann kommt der nächste, einer ja, fehlt. Das ist das, was am längsten. Wenn es nur darum geht, zu spielen, wenn wir kein Minute Delay, aber dann kommen Leute rein, machen 10 Jahre Taktik und hier und da. Da das muss man die Handbremse ziehen, ey. Leute, wir haben schon Verspätungen, ihr hattet lang genug Zeit zum Taktik machen. So ist es. Komm runter. Ja, und das ist ja nicht nur so einfach mal so Fun hier, ihr könnt ja immer auch Preise gewinnen. Dafür solltet ihr mindestens euch selber an den Start kommen. Bitte. Mindestens mal eine Taktik machen, das wäre stimmt eigentlich. Oh, das ist ja voll, das sagt derjenige, der, als es auf Slums ging, gefühlt 10 Minuten einfach mal nicht ins Team gejoint ist. Okay, ist ja, Bix, du bist gemeint. Ja, bin ich ins Team gejoint? Echt? Ja, du warst auf Kontrast. Ich weiß nicht, ob du vielleicht verwechselt hast, dass du kommentierst. Ich starte gleich. Ach so, ja, ich weiß auch warum. Ja? Da war eine bestimmte Person am Telefon und kam nicht wieder. Wir haben schon geschrien. Ach so. War nicht geplant, also. Alles klar. Ich habe auch schon gestresst. Mach jetzt, ne? Bix, beweg deinen Arsch und so. Gut. So, Raid. Allstars haben einiges aufzuholen. Auf jeden Fall. Direkt mal durchstarten. Haben sie den Angriff? Okay. Können sie direkt mal Druck machen. Das ist aber die Map von Black Mamba, oder? Das ist die, genau, von Black Mamba die Map. Nicht die einfachste Ausgangslage. Wir sehen hier Luxus mit der Sniper und er sieht auch 2 in Trade reinlaufen. Da fehlt hier sein Schuss, aber kann auf jeden Fall ansagen.
Also B wird hier eigentlich... Böse Nate. Auf jeden Fall, die war perfekt getimed. Die wird, glaube ich, genau vor seinen Kollegen laufen. Und Danny hier gegen Blazing Star, oder ist noch einer? G-Danny. Und Danny. Headshot. Danny on fire. Und wird geholt von Fighter. Wollte schon mal sagen, und Daddy. Ja, wollte ich auch sagen. Aimbot mit der Pistol. Kairo hat den ersten. Der andere müsste auch noch im Raid sein, oder? 1 gegen 1, jo. Glaube ich, hat er auch gesehen gehabt. Oh, aber ja. Aimbot hat ihn auf jeden Fall gesehen. Tanzen da umeinander rum gerade. Ich weiß nicht, wie er sich verraten. Schießt. Er hat wohl auf Verdacht geschossen. Ja? Nee. Er wird wild umhergesprayt. Ah, Ibra muss das machen, ist Angreifer. Er hat ihn jetzt gesehen, läuft hinter ihm her. Also, wenn die jetzt die Minimap hätten, die... Ja, das ist ja mal ärgern. Manchmal denkt man echt, oh je, wieso sieht er denn nicht? Ja, aber als dann ist immer irgendwas dritter dazwischen. Zuschauer. Ja, 2 Punkte braucht Black Mamba noch. Also für mich schon mal eine Überraschung. Also, dass sie das so deutlich regeln, Cargo. Kann auch hier auch Raid 1-0 führen. Ja, mal kicken, ne? Mal kicken. Mit der Berliner Sammel. A oder B? Was wird angespielt? Schauen wir mal. Mal kicken. Auf jeden Fall wieder auf jeden B. Fall B, ja. Krasses B, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, dann wieder eine Snipe am Start. Oh, schön hier vom DMG-Fighter. Wichtig auch. Danny. Den Rusher durch die Pillows da, holt er weg. Danny. Nicht mal Danny, der rumrennt und Kills macht. Iroh gegen Aura. Aimbot kontert Iroh. Vorteil jetzt auf jeden Fall bei Northstars, haben die Überzahl. 3 gegen 2. Das stimmt. Bombe haben sie noch. Kleiner Vorteil, aber... Muss Northstars eigentlich nur schauen, dass sie mitkriegen, was... Stehen auch ganz gut hier. Ja, BMG-Fighter sieht auch einen. Ah, kann ihn aber nicht rausnehmen. Boah, Luxus kriegt da böse Hits. Der schluckt aber ordentlich. Replay gegen Aimbot. Ja, Luxus allein jetzt. Der Sniper, glaube ich. Nee, hat eine Spot. War auch jemand, der hat nur mit Snipe gespielt. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ja, Actics, ja. Meinst du? Actics. Ja, genau. Ja, ja. Jeder sieht das schon, die Sniper. Aber der hat einen miesen Quickie gemacht, ey. Das stimmt. Auf A und der hier auf Raid, das weiß ich noch. Voll Express, die rushen B, er rusht mit Sniper vor. Ja, das wäre auch wirklich, glaube ich, enger geworden, hätte der. Und die Sniper weg. Hat sich macht mal was Unerwartetes sehr zu Herzen genommen, das muss man. Gegen Hamburg Hänger war das, glaube ich, ne? Mhm. Glaube, ja. Genau. Da waren wir eine halbe Stunde im Verzug, glaube ich. Und jetzt? Jetzt 2 Stunden. Tja, tut uns auf jeden Fall leid. Dürft ihr euch nicht dran aufhängen. Na, wir hätten vielleicht auch nicht so festlegen müssen, es war ja nur so ungefähre Zeitangabe, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Morgen wissen wir Bescheid. Also die Teams. Hey, mal wieder mit dem Black Mamba. Richtig. 0-2 noch. Black Mamba. Da, wo ich sage, macht der Luxus seinen ersten Kill. Luxus mit dem nächsten. Der ist heute on fire. Ja. Und einfach. 2-1, ein Punkt noch für Black Mamba. Dann haben sie den Sieg safe. Was war nicht bei euch los, ey? Ihr habt 5-3 so Raid geholt und dann eure eigene, da war gar nichts von los, ey. Ich formuliere es mal so, wenn man durch Standard Nades stirbt und dann noch irgendeinen Mist baut, hat's nicht so verdient. Auf das Raid zweite sagen. Runde, Double Nade und noch eine Double Nade. Ey, das war auf Raid. Raid haben sie ja gut gemacht, fand ich, ey. Da hatten wir einen echten Lachflash nach den beiden Doppel Nades, da kam er erstmal gar nicht mehr auf uns selbst. Ey, mit Raid hat uns echt überrascht, eigentlich. Also generell, dass wir da noch irgendwas hatten. Ja, war auf Slums. Ja, auf Slums, ja. Hat dann Big Swan mal. Vor allen Dingen Army in der gemacht. Verteidigung. Ja, gut, keine Ahnung. Ich hab's halt irgendwann dann geschafft, diesen Granaten dann auszuweichen. Weil in Verteidigung sind wir ja eindeutig nicht gestorben. Das war schön. Nicht mal so pralle, aber was nächste Runde für Allstars, bevor wir es hier. Bevor wir das hier vergessen, ne? Richtig. Wollen wir uns hier zu tun? Reden hier über Spiele von 17.15 Uhr. Hallo, geht ab. Ich muss mal gucken, wie es spielt. Das erste Map war 6-2, 5-3, 6-2, ne? 6-2 war es, ja. BMG hat eben im Kontakt in der Mitte. Luxus mit dem Teammate. Direkter Treffer mit der Stun, what the fuck. Aber echt, der war auch so rot. Der wird sich ärgern, beziehungsweise der eine wird sich freuen. 5-3 gegen 2 für Allstars.
Ja, einer stirbt auch noch in der Mitte weg gegen den. Der Küche vorne. Ja, hier gegen Aimbot. Ja, Danny allein jetzt gegen zwei. Die sind auf dem A-Spot. Schau mal, wo Danny ist. Ja, er sieht ihn nicht. Leichtes und Timing-Glück für Danny Oscar. Ist jetzt Money drin. Und Replay holt Danny. Ja, also nächste Runde für sich im Spiel. Auf jeden Fall. Müssen die jetzt auch. Wir haben keine Wahl. Jede Runde ist wichtig. Schön gemacht hier von Replay. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier Black Mama an den Tag legt. Die brauchen eine Runde. Das wissen sie. Wenn sie jetzt einfach mal einen Hardcore-Push irgendwo drauf machen, dann dem, was wir da auf Karo gesehen haben, müsste das ja safe sein. Eigentlich schon. Wir fliegen hier schon überall die Nades. Das ist, glaube ich, ein ruhiges B. Die sind jetzt zweit Auffahrt, einer Art, einer macht Backup. Raw wow. Hier mit dem Auto gegen Aimbot. Sus hat auch seine Snipe weggelegt. Und Replay gegen Aura mit der Nade. 4 gegen 2 Situation. 4 gegen 1, also Luxus. Ich hab gesagt, du bist on fire, jetzt gib ihm. Ruf. Lass Danny. Mich nicht hängen. Aber Aura mit dem entscheidenden Kill. Danny noch da, Aura hat 0,5 und Danny sagt nichts. Danny schläft wohl. Ja, heute kommt alles zusammen. Wenn du schon kein Pech hast, kommt da noch kein Glück dazu, oder wie das? Wenn du schon kein Glück hast, kommt noch Pech dazu. Genau, so rum was. Unser Streamer ist todeskrank. Im Tode nah. Wie Kilogramm Tode Ibuprofen nah. Hast du schon Intus? Der nimmt ja nichts. Ach so. Der tut alles mit Tee, macht Hausmitte. Was mit euch ins Regeln? Döner mit Tee. Schöner mit Döner mit Eier. Ich meine, ich würde ja auch auf Tee schwören, aber irgendwann ist auch der Tee am Ende. So ist es. Alles voll offen. Lazy Star gegen Luxus. Und Raw gegen Aimbot. Also Allstars wird hier nochmal richtig auf. Ja, von 2-1 hinten gelegen. Wie viel ging die erste? 5-3 da? 6-2. Ja, genau. Also unentschieden ist schon mal safe. Für Black Mamba. Ja, ja, klar. Das ist ja wohl klar. Danny wurde, glaube ich, noch gesehen beim Weglaufen. Ist jetzt mit Aura. Oh, schönes Aiming von BMG. 06. Wenn sie jetzt wissen, dass Danny da auch noch ist, dann könnten sie die Bombe einfach mal ganz geschmeidig auf A legen. Ich finde das so schön, wenn Danny sagt, ey. Ich muss nur an unseren Danny denken. A wird gelegt auf jeden Fall. Ja, wo Danny ist. Von Aura. 5er Street gerade. Ja, drehen jetzt auf jeden Fall. Hoffentlich nicht zu spät auf Sicht von Allstars. Gesehen. Das sollte eh safe sein und 5-2. Puh. Was meint ihr, wenn es zur Entscheidung kommt? Also Entscheidungsmap? Express. Hat da die Nase vorn? Ach, auf Express, so ist schwer. Also Express, ich weiß, dass. Also ich weiß, dass Black Mamba die auf jeden Fall gerne spielt. Und die haben auch gerade. Ich weiß auch, dass Allstars die gut können. Ja, ich also. Black Mamba hat auf jeden Fall gesagt, nee, lass nicht Express nehmen. Scheiß auf, wenn wir nicht weiterkommen, fliegen wir raus. Aber wenn wir weiterkommen, wollen wir Express nehmen morgen. Okay. Ja, also. Also schon böse taktiert. Ja, das hätte UX bei uns auch mal machen sollen. Man musste die auch jetzt musste sie auch erstmal zusammenscheißen, dass sie gegen der Familie Standoff nehmen. Also ich habe rausgehört, Replay und Mike waren noch sehr angeschlagen gerade. Ich war da nur ganz kurz in der Chillout-Lounge drin. Und hast bestimmt 20 Mal das Wort Connection gehört. Lass mich raten. Nee, okay, ich habe mich drauf geachtet. Aber da war dann kurz so, ich passe das nicht. Und dann kam Baum rein und so, jetzt bin ich unter Druck, gell. Ich darf jetzt nicht verkacken. Ja, die halten die als einzig noch die UX-Fahne dann hoch. Sonst müssen wir einfach noch irgendwie ein Team reinschmuggeln. Mhm. Ich hab eigentlich schon mit Player geklärt, dass dann das Caster-Team wieder einsteigt. Okay. Warum das Codecaster-Team, coole Sache. Codecaster-Team. Ja. Liebe Sinn, damit ist von Multi-Team. Die gewinnen alles. SND. Ja, auf jeden Fall, die Zeit ist fast um, es ist noch kein Kill hier gefallen. Allstars spielt natürlich defensiv. Und Black Mamba. Macht keinen krassen Rush, das ist aber auf jeden Fall eigentlich ein A-Go. Oh, Luxus der erste. Gegen Replay, der war jetzt auch wichtig aus Sicht von Black Mamba. Danny sprayt mal. Oh, Blazing Star, gut gemacht für Raw. Das ist ein Wolf, Matt. Boah, hat da eine wichtige Funktion gehabt. Oh, Blazing Star. Mit letzten Salve, die mit dem Headshot noch. Und einem Headlitch ist einer. 3 gegen 2. Keine Challenge stehen. Aber wie wollen sie legen? Ja. Keine Chance, müssen den Kill suchen. Und da fliegen die Kills noch 2 gegen 1.
Da haben wir das unentschieden. Maurer ist eine Bombe. Ja. Raw macht sogar einen super Safe und holt sich noch den Kill. Schön gemacht hier von Allstars. Ich wechsle kurz mein Headset und sag dir nochmal, dass jetzt Express bis 4 gespielt wird, wenn sie es noch nicht wissen. Und dann geht's hoffentlich direkt weiter. Da wünscht man sich aus Zeitgründen, dass keine Verlängerung kommt und dann kommt die auch noch dazu. Aber unser letztes Spiel. Du willst jetzt etwas sagen, du willst keine spannenden Spiele. Das kannst du jetzt doch nicht bringen. Natürlich. Aber heute Abend nicht mehr. Na gut, heute Abend nicht mehr. Da kam schon genug. Verspricht die kranke Seele. Vic Barbaro. Eingeschmiert. Vic Barbaro. Komplett von oben bis unten. Sei am besten ruhig und drück nur R2 und R1. ja, ich drück die ganze Zeit schon. Besser ist es. Juri, findest du das nicht bedenklich? Wie kannst du denn deine Leute hier, während sie krank sind, also, nee. Was kann ich machen? Wir müssen trotzdem arbeiten. Und wer ja, ist dran an den da. Speck, aber es ist schon. Wo ist der Krankenschein? Ja, jetzt hat der Unentschieden gespielt, jetzt müssen die Verlängerungsmap spielen. Bis 4 Punkte, jede Runde Seitenwechsel. Express, ja. Jede Runde Seitenwechsel, bis 4. Bis einer 4 Punkte hat, jede Runde Seitenwechsel. Ich wollte vorher sagen, einfach so frei aus dem Bauch raus, weil mir wird jetzt schon Big Fluch nachgesagt. Jedes Mal, wenn ich irgendein Ergebnis angesagt habe, dann... Bitte, auf Allstars, macht beide nicht länger als eine Minute. Wir hängen eh schon so hinterher, jetzt noch Verlängerung, deswegen. Eine Minute bitte dann in die Teams und weiter geht's. Wir wollen ja auch an die anderen noch denken. Okay. Gut, dann wünsche ich euch ein gutes Spiel. Bis 4, jede Runde Seitenwechsel. Auf geht's. Endbot ist auch mit am Start und unterstützt uns noch sehr freundlich, finde ich gut. So, alles geklärt. Jo. Alle wollen verteidigen, wie man sieht. Ich weiß es nicht. Iroh macht MVP rein. Ja. Achso, dann sage ich das mit der Messerrunde, oder? Die in der Messerrunde noch schnell machen oder wegen MVP? Ja, sag, wenn dir das wichtig ist, dann machen die jetzt Messerrunde, ja. Wer sich nicht einigen kann, der muss es auch machen. Ja, Plan. Messerrunde wird natürlich eine interessante Geschichte in Neo 2. Ja. Hallo. Wir haben das anders festgelegt, weil der Raw das gerade schreibt. Ich hoffe, du hörst mich wegen wer jetzt Seitenwahl. Seitenwahl, wenn einer darauf besteht, dann machen wir eine Messerrunde und der Gewinner kann sich die Seite aussuchen. Aura führt 3-2. Also, ich weiß nicht, Raw, du hast gerade wegen MVP. Entweder sagt ihr, Black Mamba, die ist äußerst, darf sich die Seite aussuchen. Und wenn ihr sagt, nee, das wollen wir nicht, dann machen wir jetzt eine Messerrunde und der Gewinner kann sich die Seite aussuchen. Habt ihr da so geheime Infos von Baum bekommen? Die werden wohl in der EGL echt stark. Nee. Ich glaube nicht, nee. Das sind die. Only, weiß man nicht. Kopf oder Zähne? Kein Plan. Ich hab mir das genauso gewählt. Ich weiß nicht, welche Seite gut ist. So, jetzt haben wir uns wohl geeinigt. Okay, gut. Bobby kam, ihr müsst es selber machen. Nein! Haben wir Lust, ein gutes Spiel euch? Ja, immer. Ich will Messerrunde sehen. Nein. Hattet ihr noch keine heute Abend? Okay, dann müssen wir jetzt auch eine sehen. Nee, keiner die einigen sich immer, die verdammten Hunde. Ja. Sollen sich jetzt zu einigen? MVP geschrieben, habe ich ihm das mit der Messerrunde gesagt. Da Black Mamba hat gesagt, nee, wir spielen eh beide Seiten, daher lasst ihr ruhig anfangen. Ja, aber sie sind ja jetzt trotzdem, ist halt der Black, hat der Watz das jetzt eingelenkt, sag ich mal. Die sind ja von Verteidigung, was sie wollten. Denn jetzt hier keiner mal Beef, wir brauchen eine Messerrunde, ganz dringend. Oder sie wollten es, ich weiß es nicht. Zu wenig Beef. Kann man Boten als Beef zählen? Weiß ich nicht. Nee, das ist keine Ahnung, das ist ein stiller Beef. Stiller Beef, mehr geht mehr so in Richtung Armut, aber ist in Ordnung. Ja. böse Nate gegen Raw. Ich finde, es gibt nichts Deprimierendes, als in der ersten Runde auf der irgendeiner Map, die man spielt, gegen einen Gegner direkt von der Nate zu sterben in den ersten 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden ist schon hart, ey. Und gerade in GB, wenn man einfach so eine random Nate über die Map wirft. Mal einfach achten, wir können keinen stoppen. Schön für ein Replay. Luxus oben aus dem Haus geholt. Immer wieder ausgeglichen, 3 gegen 3. Wir haben schon einen, der da in der Mitte unterwegs ist. Aura ist es. Hier, BMG Fighter sieht einen, holt Aura. War von Aura, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch, sich da einfach zuzustellen. Ja, das stimmt. Sehr offen auf jeden Fall. BMG Fighter sieht einen, holt ihn noch raus. Schön hier mit dem zweiten. Ja, jetzt Aimbot alleine. Bombe wird, glaube ich, gerade auf B gelegt. Jo. Das muss die erste Runde sein für Allstars. Da ist hier. Jo, schön vom BMG Fighter. 3 Stück, glaube ich, geholt. Ja. BMG, bester Mann und so. Bester Mann. Bester Mann. Aimbot auch die Snipe im Anschlag. Also auf Express sieht man ja echt oft mal eine Snipe, aber meistens nur da vom roten in den blauen Gang rüber. Das stimmt. Oder auf den Schienen,
oder auf dem Rücken so unten den Dreh. Oder man macht's wie hieß er nochmal? Der einfach drauf, ich der weiß Quickscope bei B. Einfach, ach, den hole ich schon, kein Ding. Wird auf jeden Fall ein A-Aufbau, ein sehr defensiver A-Aufbau von Black Mamba. Boah, das stehen gut. Haben einen in der Mitte, haben einen auf Schienen und noch hinter A. Oh, einer ist, glaube ich, schon hinterlaufen. Der kann leider aber keinen Kill ziehen. Wer war das? Ich geh mal drauf. Raw war das, glaube ich. Jo, aber der hat sich wieder zurückgezogen. Macht da wieder ein bisschen Druck. Wo steht jetzt Blue durch? Ja, auf jeden Fall. Oh, aber Aimbot macht da krassen Backup. Hat das Braten gerochen. Ich meine auch, Raw wurde angesagt. Der wurde, glaube ich, kurz gesehen. Replay sieht da oben einen im Haus rumrennen bei A. Gehen sie zu viert drauf. Und ist drauf, gibt ihm einen Hit. Den zweiten glaube ich auch noch, aber hat leider nicht gereicht, da wird er sich ärgern. Blazing Star muss jetzt da noch mit eingreifen. Wird hart auf A gepusht. Oh. Hat jetzt interessant, der Wechsel von der Main direkt auf die B23R. Warum auch? Oh, da sieht der Replay recht viel. Ich nicht was vor sich. Mbots holt hier den ersten. BMT war der jetzt allein gegen zwei. Spekuliert jetzt drauf, dass sie die Bombe nicht mehr legen. Bombe ist gelegt. Wurde auf jeden Fall gehört. Und wird gesehen. Nachladen. Wird überbewertet. Gibt's halt 1 nicht. Zu 1. Ja, das hätte er eine Minute früher machen müssen. Das stimmt. Das war jetzt vielleicht zu spät. Uiui. Aber die TAC, die absolut beste Waffe in diesem ganzen Spiel, sie ist teilweise etwas lächerlich, aber was will man machen? Muss damit arbeiten. Ja, 1-1. Bleibt spannend auf jeden Fall. Durch dritte Verlängerung heute, oder? Zweite? Ich weiß gar nicht mehr. Müsste schon die dritte sein. Ja, ich glaube, zweite auf jeden Fall. Ich glaube sogar echt auch dritte. Oh, ja, jetzt stimmt, hier gerade eben hatte Verlängerung. Stimmt, stimmt. Hänger hatten auch Verlängerung. Genau, also die dritte. Übrigens, Zwischenergebnis, Aura führt 5-2 gegen die T-Wolves, gerade. Okay. Bam, bam. Bam, bam, bam. Das Match nehmen ja bei Rookie und Tribeco und so separat auf, weil es sonst einfach zu spät wird. Wird aber morgen auf YouTube auf jeden Fall sein. Wie die anderen Spieler auch, die, ich weiß nicht, wie weit der Rookie da ist, der muss eine Pause machen, weil er dann auch später noch spielt, aber... da sind schon einige da. E-Sport Example, M8 gegen 5 Star Rusher. Also Rohr wird gerade schon hochgeladen, also... Ihr könnt jetzt schon fast die letzten Matches alle auf YouTube sehen. Wie voll am Start. Eine absolute Organisationsmaschine. Genau, alle für einen, alle für einen. Danny gegen Raw. War das nicht noch? Alle für einen, alle für einen? Können wir auch machen. Alle für einen, alle für einen. Was hat er gesagt? Alle für einen. Ergebnis: erste Map, D-Tuned gegen Aura 3-5. Also Aura holt die erste Map. Nenn es ab sofort den Fury-Fluch. Okay. Geheimfavorit, du hast dich verflucht. Ja, aber es ist alles möglich noch. Das war ja wahrscheinlich, ich nehme an, das ist die, war die Map von Aura. Oder war die Map zuerst gelost? Aura, glaube ich. Ja. Galaxy nee. Aura war es. Nee, die Tune hat erstes gelost. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die Jungs jetzt wussten, dass die zuerst sein müssen. Weiß auch nicht. Ach, die machen das schon. Blazing und Raw noch mit einem Dönertchen. Auf jeden Fall, Black Mamba ist hier mit 2-1 in Führung. Du gerade Donut drin gesagt. Dort bahnt sich den Weg jetzt in der Mitte. Kann Blazing Surf, wollte ich schon sagen. BMG aber nicht rausnehmen. Luxus holt ihn aber. Mit 3 gegen 2. Wichtiges Ding von Raw gegen Luxus. Da will er legen, aber. Trifft den Knopf nicht. Hat gesehen, wie er neben der Bombe stand. Sonst hätte er die Bombe gar nicht. Es ist schon spät, ist entschuldigt. Ja, gut, okay. Aber was ist denn Danny? Das erinnert mich an uns an. Naja. Ach, Danny, sei doch nicht so mad, man. Ja, Bombe wird auf jeden Fall gelegt. Mach noch mal ein Glück und ich war drauf. Jetzt wird klar. Bombe gelegt. Blazing Star, ja, ja, Danny allein. Er weiß auch nicht, was er machen soll. Wie unser Danny? Loslassen. Jetzt doch wieder legen. Bleibt nichts übrig, im Endeffekt muss er legen und muss eigentlich so geholt werden. Haben die Allstars aber echt gut gemacht. Raw hat ja mal kurz über den Zug geschaut, einmal geschossen, dann kamen sie natürlich.
Das ist Standard, dann lässt man immer auf Zug geht. Ah, 2 zu 2 hier. Und es bleibt spannend. Nicht so, dass wir unseren Zeitplan mal einholen, nein. Hab ich auch schon gesagt. Aber der Big Egal. Sagt, richtigerweise, wir wollen ja auch spannende Spiele. Richtig. Ist auch so. Man muss immer dranbleiben. Äußer ist mit der Special Tactic Bombe wieder am Spawn gelassen. Raw holt ja auf jeden Fall auch raus. Die Nate und war Raw richtig gut. 1 gegen 3. Danny ja. wieder. Danny Last Man Standing, wie bei uns immer. Das er wird sich gleich bei seinen Jungs beschweren. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu kameragierig. Hatten wir schon mal. Okay. Hatten wir, glaube ich, irgendein Ziel gecastet. Da glaube ich, sieht den Bombenleger, kriegt ihn nicht rechtzeitig raus. Replay mit dem 3 zu 2. Groß, ja, damit. Dazwischen grätscht. Allstars hier. Den 3 zu 2. Und eine Runde noch und sie hätten den Sieg safe. Ja, ist eine wichtige Runde. Oh ja. Bei Black Mamba, könnten jetzt die ersten Gedanken aufkommen. Scheiße, hätten wir mal uns mal nicht verpokert. Mit der Map, sozusagen. Wie du schon sagst, ist, wenn man verliert, verliert man halt. Kann nie wissen, was passiert. Im Sinne der Spannung wünscht er uns jetzt auch noch das 3-3 kommen, Big Sword Ausschuss. Ja. Garantiert. Aimbot auf jeden Fall mit der Nate. Wäre eigentlich gut geworfen, aber hittet ihn nur an. Ja, BMG ist da um sein Leben gerade noch hinter der Anzeigetafel. Üble hat auch Kontakt an den Schienen. Oh, Iroh, schon hinterlaufen. Hoffentlich kein Teamkill. Fast Iroh mit der Nate geholt, Replay. Blazing Stars in der Bridge. Hat nicht Bombe gesehen, dass gelegt wurde. Aber weil der Danny da gegen den Mülltonne rennt, hat er noch rausnehmen können. Raw könnte jetzt auch Druck machen. Ja, macht er jetzt auch. Vielleicht einfach mal einen hinsetzen zwischen meinen Chefs. Ja, 4 gegen 2. 4 gegen 1 jetzt. Also es müsste eigentlich der Sieg für Allstars sein. Oh, ja, wie den geholt. Da ist er. Da ist der Sieg für Allstars. Ja, ja, Glückwunsch hierzu in der Verlängerung. Gucken wir aber gleich mal, was juckt ist das Iron in den Fingern und er knifet ihn tatsächlich. Core Remarkable gegen Team U-Matics. Wer ist U-Matics nochmal? Matics war eine Wildcard, meine ich. Genau. Wieso weiß er das? Ist so. Besser als du. Ich habe Bix beauftragt. Ganz Information zusammen. Danke, ich Bix. Ich habe ja Bix auch extra nochmal gefragt, nicht euch von X. Wir haben letzte Nacht extra nochmal getagt, wer welche Infos und so. Genau, und weiß jetzt zufällig auch, wer da die Ansprechperson ist, Bix, von U-Matic. Ach, natürlich weiß ich das. Ich muss es nur kurz nachschauen. Ja, oder von Core.